Hallo, hallo und willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Dann können wir jetzt weitermachen. Sollen wir... Oh, massenhaft Pokémon. Okay, dann müssen wir erst versuchen, ein Shiny Glibunkel zu holen. Eventuell. Mal gucken. Ein Massenauflauf von Glibunkeln. Ja. So, wo ist das denn? Da. Okay, dann... Geht's mal direkt hier hin. So, und hier vertue ich mich immer mit der Richtung. Nee, genau andersrum. Mann. So, let's go. Wo sind die Kleinen denn? Weiter hinten. Da sind sie. Wer hat mich da schon wieder entdeckt? Och nö. Ah! Aua! Du bist böse, weißt du das? Hier, nimm das. So. Nein. Seit der 8. Gen kann man Graziola und Fulipova per Stein entwickeln. Ja, X und Y war ja Gen 6, ne? Glaube ich. Popoklappe! Hallo, ihr kleinen Massenauflauf-Pokémon. Reicht dir ein Pokéball? Lass dich anvisieren. Nee, wir nehmen mal Superbällchen. Wow, wenn man treffen würde. Ach, cool. Das ging total gut. Attacke! Wir können sie auch alle besiegen. Wir müssen sie ja nicht fangen. Oh, okay. Ich bräuchte eigentlich Attacken. Die auf alle gehen. Ah, Modus macht das schon. Ja. Nee, Schlammbombe ist nicht so gut. Wieso könnt ihr denn alle Steinattacken und Bodenattacken und Steinattacken? Hat ja wegen des Geistelements. Ja, das Hisui Tornupto, ne? Hat ja noch das Geistelement in sich. Unglaublich. Aber Modus ist noch kein einziges Mal heute draufgegangen, oder? So, einmal bitte wieder hinhocken. Damit dann neue Glibunkels auftauchen. So. Hallo. Kommt alle her. Alle herkommen. Damit ich euch fertig machen kann. So, aber er ist auch nicht so eine gute Option hier, der Igu, ne? Frostgebratene Froschschenkel. Ja. Lecker, lecker. Yummy, yummy. 4 gegen 1, ja. Ist nicht fair. Ja, war vielleicht auch nicht die beste Idee. So, was effektiv und nicht effektiv ist, vergesse ich oft. Ähm.
Der Fullipurba ist noch ein bisschen schwach auf Beinchen. Ich hab nichts dabei, was effektiv gegen die Bunkel ist. Naja. Einmal Nassschweif, bitte. Kabäm. Ey! Triff doch! Ihr könnt mir gar nichts, also fast. Alter. Die sind auf Level 21. Psycho wäre jetzt gut. Ja. Psycho. Ich hatte doch mal relativ... Oh wow. Relativ am Anfang des Stream-Projekts ein Pokémon dabei, das ganz viele Psycho-Attacken konnte. Dampfiplex war es. Na gut. Möchtest du es nochmal versuchen, Starlight? Sei meine Rettung. Ich will doch nur ein Shiny-Schmeini. Vielleicht fange ich sie doch alle. Ja, manchmal Tempo. Und dann schwenken wir um auf Kraft. Stand Shower! Boom. Aber auch keine Shinies dabei. Mann. Ja, da guckst du, ne? So geht das viel schneller. Okay, der hat sich befreit. Kein Problem. Oh, er ist auch der Letzte. Schade. Hier, nimm das. Kein Shiny. Dann halt nicht. Was sagt eigentlich meine Tasche? Da ist noch einiges am Platz. So, bitte einmal zurück und dann können wir wieder zur Küste. Vielleicht kriegen wir heute noch das neue Reit-Pokémon. Ja, ich komme gut voran. Guck mal. Fullipurba! Ja! Okay. Ich möchte ins Dorf zurück. Nur um dann wieder zu gehen. Ja, Strandbasis klingt gut. So. Wir müssen ja zu dieser einen Hütte. Oh. Ey, du! Erzähl mir mal was. Mit normalen Pokébällen lassen sich Pokémon, die hoch in der Luft fliegen, schwer erwischen. Aber mit Federbällen sieht die Sache schon ganz anders aus. Oh, Dankeschön! Federbälle können ziemlich weit fliegen. Sie sind eine große Hilfe, wenn es darum geht, Pokémon in der Luft zu fangen. Vielen Dank. So. What level? Oh ja, klar. Level 50. Das lassen wir mal noch sein. Man muss es ja nicht provozieren. Oh, das ist ja klein. Voll süß. Ein Mini-Barmelin. Aber einen auf dicke Hose machen. So.
Hallöchen. Wulu, was geht? Sind meine Pokémon geheilt? Ja. Hi. Oh. Klau mir bitte nichts. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Nudel ist, so sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe? Ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Oh ja, das ja, ja. Ja. Nicht nur eine tüchtige Sammlerin, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon 4 Tafeln. Du erhältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten. Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Link! Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Bin dabei. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig, denn was würde ich ohne meine liebste Kundin machen? Ich habe noch kaum was bei dem gekauft, aber gut. Kann man sich auch einbilden. Ciao. Der ist auch immer da, wo ich bin, ne? Sass. So, jetzt können wir hier rein. Ein Besucher? Ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick. Ich muss mir eine Hose anziehen. Da ist er. Hi, ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat? Dann musst du Nudel sein. Warum bist du hier? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh, der braucht ein bisschen Selbstwertgefühl, glaube ich. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Nein. Überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige dich das nächste Mal an. Es gibt doch keine Telefone. Außer mein Arceus-Phone. Das wird schwierig. Also, weswegen bist du hier? Ja, wegen sein Magnus bin ich hier. Du willst also auf die Feuerspeiinsel? Wenn das so ist, empfehle ich dir, sein Magnus mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Lieblingsspeise. Okay, damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut vollkommen unmöglich ist. Absolut vollkommen. Briefstarrer Lilly, ja, das ist die Lösung. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Unmöglich? Doppelt hält besser. Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Tell me more. Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Oh ja. Na gut, es ist Zwerglob. Puh, ich kriege es schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Die Zutaten musst du mit Zwirklops Finsteraura die richtige Würze verleihen. Nur so wird aus ihnen die Speise, die Sal Magnus so liebt. Oh ja, alles klar. Nichts leichter als das. Ihr Leute von der Galaktik-Expedition kennt ja wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Zwirklops ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Werkwalds wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte ein guter Orientierungspunkt sein. Da war ich doch schon längst. Mit Zwirklops kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihn immer aus dem Weg gehen kann. Kenne deine Freunde, aber kenne deine Feinde noch besser, oder wie war der Spruch? So ähnlich, ne? Möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sich das Pokémon zeigt? Ach, nee. Ich habe es doch schon. Fange ein Zwirklop im schaurigen Welkwald. Genau. Hast du es dabei? Du weißt schon, das Pokémon, dessen Name mit Z beginnt und mit P endet. Sp-
Spontan fällt mir kein anderes Pokémon ein, das mit Z beginnt und mit P endet. So, nehmen wir das hier. Auswählen. Was passiert da mit meiner Strähne? Okay. Du hast es also dabei. Lass es bloß nicht raus. Gut, mal sehen. Wenn du so entschlossen bist, auf Salmagnes Rücken zur Feuerspeiinsel zu schwimmen, werde ich meinen Teil dazu beitragen müssen. Suzuki kippt gleich um. Ja, ich glaube auch. Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen. Oder besser gesagt von ihrem Fukano. Doch dieses Mal musst du aushelfen. Schließlich willst du von Salmagnes anerkannt werden. Wenn ich dir das Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finsteraura einsetzen. Okay. Aber es steht trotzdem sehr nah dran, ne? 3, 2. Ah, ich habe einfach zu viel Angst. Jetzt reicht's aber. Komm schon. Na gut, das Runterzählen hat mich noch nervöser gemacht. Am besten, wir legen einfach gleichzeitig los. Und los! Ein köstlicher Duft breitet sich aus. Salmagnes Lieblingsspeise ist fertig. Ja! Du erhältst einen Salmagnes-Kloß. Die Lieblingsspeise des Reit-Pokémons. Salmagnes. Auf ungewöhnliche Weise zubereitet. Das Aroma perfekt, die Form auch perfekt. Besser hätte dieser Salmagnes-Kloß nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Ginkgo-Strand aufmachen, wo Salmagnes auf uns wartet. Ach, der wartet schon. Wozu müssen wir ihn denn dann anlocken und füttern? Naja. Was man nicht alles tut. Fütter den Lachs! Wir füttern den Lachs. Wir füttern den Lachs jetzt richtig. Möchtest du mal einen echten Lachs füttern? Okay, das ist creepy. Der Ginkgo-Strand. Und das nehme ich einmal mit. So. Dann wollen wir mal. Hallo, hier bin ich. Ich habe schon auf dich gewartet, Nudel. Sehr gut. Hallo, Suzuki. Oh, das geschockte Gesicht immer, ne? Oh, Rana, ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Nudel wird uns schon nicht verraten. Bist du sicher? Außerdem wollten meine Fukano und ich Salmagnes doch so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst, dann werde ich Salmagnes jetzt rufen. Das kann ich auch. Salmagnes. Oh! Da ist der Lachs. Selma! Das ist deine Chance, Nudel. Gib Salmagnes den Kloß. Ich verpasse ihn einen Kloß im Hals. Du wirfst Salmagnes den Kloß zu. Okay. Selma! Salmagnes. Uff, Glück gehabt. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der du Salmagnes rufen kannst, die gleich klingt wie alle anderen. Wunderbar. Das eröffnet uns einige Türen oder Gewässer. Salmagnes hat sich deine Melodie eingeprägt. Du hältst die Wassertafel. Juhu. Salmagnes wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeiinsel zu erreichen, Nudel. Kano,
Ich gratuliere dir, Nudel. Fuka. Rana? Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Fukano hier gerettet hat. Damals haben Suzuki und Sir Magnus auch mich vor dem Tode bewahrt. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere doch auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Fukano nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. Ah, lassen wir das Thema lieber. Fuka! Schön. Hört gut zu, wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, Dissia, der Dorn in eurem Auge. Ich bin stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand ersticke ich in prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nässe hinsetzt, bereut es gleich. Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Hisui tiefe Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns dieses Fukano. Nein? Ihr wollt euch meinen Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Jetzt Gengar. Gengar. Fuka! Fukano, nein! Er hat das große Fukano mitgenommen. Okay. Fukano gehört uns! Nur wegen der Engstirnigkeit des Diamant und des Perlglanz haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Dann fangt euch eigene. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Fukano richtig stark wird. Wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand stören sollte. Wo gehen sie wohl hin? Okay. Was? Nein, Fukano! Fukano. Woher weiß Fukano eigentlich, welches Fukano gemeint ist, wenn Rana Fukano ruft? Ne? Die nennt sie ja beide Fukano. Egal. Was machen wir denn jetzt, Nudel? Ja, hinterher. Das ist ganz und gar nicht gut, oder? Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Nudel, du musst meinem Fukano helfen. Wer auch sonst. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben gesagt, ihr versteckt sei an einem Ort, an dem sie niemand stören würde. Mir fällt nur ein Ort im Koboldküstenland ein, auf den diese Beschreibung passt. Die Feuerspeiinsel. Mit Magnus' Hilfe solltest du es jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten, rette Ranas Fukano. Natürlich. Nichts leichter als das. Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana, du solltest bei dem kleinen Fukano bleiben und hier warten. Ich werde mit ihr zur Insel gehen. Oh, jetzt wird er mutig. Eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Nudel. Ach, bezüglich Sir Magnus, es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinem Rücken aus Items zu werfen. Ich schätze, jemand mit deinen Fähigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Perfekt. Ich muss erstmal etwas Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Musst du dir erstmal Sake reinschmeißen? Warum gehst du nicht schon mal voran? Okay. Du kannst Sir Magnus nun zu dir rufen, um auf ihn über das Wasser zu reiten.
drücke den Plus-Knopf oder den A-Knopf, wenn du dich im Wasser befindest, um per Salmagnis-Ritt das Wasser zu überqueren. Während du auf Salmagnis reitest, kannst du auch weiterhin Items werfen. Außerdem kannst du während eines Sprungs ganz in Ruhe zielen. Voll gut. Ich möchte es auch mit den anderen Reit-Pokémon können. Liebe ist zu allem imstande. Ja. Okay, A drücken für Piffaff. Oh. So geht schnell, so geht springen. Wenn ich dann versuche zu werfen. Oh. Aha, es ist, Dingens. Wow. Zelda. So, bitte einmal da drauf. Wow. Das üben wir nochmal. Oh, ich habe einen Ball weggeworfen. Okay. Gut, gut. Da blubbert was. Ich kann es aber nicht anvisieren. Hallo? Okay. Ach du. Ganz viele Regenreis gibt es hier. Und da gibt es was zum Einsammeln. Sammel es! Verdammt. Nein! Ach Mann. Das müssen wir anders machen. Einmal hier hoch. Blub. Und einmal hier lang. Okay. Salmagnis sieht schon cool aus. Ja, ne? So, und das Tolle ist, es geht hier alles vollautomatisch. Waldorffisch kennen wir auch schon. Ja, Mann. Da ist eine Höhle. Da ist... hallo, Mantax. Mantax? Weiß ich nicht mehr. Schalellos! Kann ich mich bitte hinhocken? Nee, ich bin noch im Wasser. So. Au! So. Okay. Gut. Haben wir die schon mal? Ich würde sagen, die Remoraids, die sieht man ganz schlecht hier im Wasser, ne? Da vorne war eine Höhle, aber ich glaube, da kann man einfach nur durch. Da ist jetzt, genau, ist einfach wie ein Tunnel aufgebaut. Aber so kommen wir schon mal auf die andere Seite. Hello. Oh, es ist Elite. Ja! Nee, das habe ich nicht gesehen, dass das ein Elite-Pokémon ist. Oh. Das möchte ich auch haben, bitte. Boop. Das klappt schon so, ne? Jawohl. Weiter geht's. Geh weg. Tentoxa. Ach, verdammt. Warte, dann müssen wir einmal so machen. Plopp. Ah, Volipova, du schaffst das, oder? Ja, du schaffst das. Blattwerk ist nicht effektiv genug. Vielleicht sollte ich doch das Pokémon einmal wechseln.
um dem besser gewappnet zu sein hier. Fudiburba ist halt noch ein kleines Baby. So. Einmal Stromstoß, bitte. Jawohl, ich hätte es vielleicht mal fangen sollen. Na egal. Du bist böse und triffst mich nicht mal. Aber das kriegen wir hin. Allerdings nicht so. Okay, dann so. Wer ist noch ein kleines Baby? Fudiburba ist noch ein kleines Baby. So. Starlight regelt. Starlight regelt. Ich könnte schon mal einen Fangversuch starten, oder? Ich glaube, mit dem nächsten Angriff würde ich es platt machen. Mal sehen, ob es klappt. Na, okay. Dann greifen wir mal mit was Schwächerem an. Ja, hier, ruckzucki. Versuch Nummer 2. Ja. Den Toxa wurde gefangen. So. Gehen Sie bitte weg. Hui. Ah, das macht Spaß hier. Könntest du treffen? Wow, das klappt echt nicht so gut, ne? Mit der Funktion hier. Das ist ja unverschämt. Zu welches Pokémon ist das auch eine Entwicklung von Evoli? Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Das war lustig gefangen. Kannst du mal... Nein! Bleib hier! Ich bin ein bisschen nah dran. Level 42. Oh mein Gott. Da leidet Starlight ein bisschen. Nehmen wir doch Igu. Übung macht den Meister, ne? Das, ey. Das war aber nicht nett. Ob es eine Entwicklung von Evoli ist? Meinst du, dass Fudiburba war? Ja. Mit einem Blattstein kriegt man das hier zu einem Fudiburba. So, einmal das einsammeln. Und dann kann es ja auch schon weitergehen. Auf zu den nächsten kleinen Inseln. Ich dachte, hier wäre mehr los. Aber es täuscht. Ihr habt die Pflanzenentwicklung, genau. Ich habe nur noch 5 Superbolo. Nein! Böses Octillerie. Die sind ganz schön stark hier, ne? Ja. Perfekt.
Aua. Attacke. Hier ist was los, ne? Das wäre aber gefangen. Ich muss mal gucken, ob ich Heilmittel herstellen kann. Ja, ein paar. Nicht viel. Ja, ich habe den Fittlauch noch viel in der Lagerkiste. So. Apropos. Äh, 60 KP. Nehmen wir erstmal das. Und machen die Pokémon etwas fit. So. Das reicht erstmal. Für den Anfang. Mal sehen, wer sich hier noch so rumtreibt. Wow. Einfach nur... Alter! Du hast sie doch nicht über... Er hat mich fast erwischt, ey. Das bereust du. Das bereust du. Gut. So. You coming home with me, bitte? Na gut, nochmal. Ich weiß nicht, ob das nur Glück oder Glück der Dummen war. Ja, das Glück ist mit den Dummen. Oh, das ist perfekt. Bitte nicht weiter heilen. Ich brauche mehr Bände. Ja. Sejong wurde gefangen. Ich guck noch mal kurz, ob wir da was basteln können noch. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Machen wir erstmal 11 und ein paar Hyperbälle können auch nicht schaden. Okay. Du stehst mir ein bisschen sehr nah an dem Imperpipurion-Dings. Stopp. Ich bin ein bisschen lebensmüde. Okay, er haut ab. Dann ist ja gut. Da fehlt noch ein bisschen, glaube ich. Aua! Das tut weh. Ja, perfekt. Nicht perfekt. Gefolgt vom Plusquamperfekt. Muss ich Starlight noch mal nach vorne schicken. Nur zum Fangen. Psyana ist meine Lieblings-Evoli-Entwicklung. Oh, Psyana müssen wir auch noch entwickeln. Könntest du dich bitte fangen lassen? Nein, nicht schlafen! Will ich fangen. Da, nicht so gut. Oh, nicht so gut. Nicht so gut.
Schade. Los, Zundersaft! Du schaffst das. Mach mal die Tempoform. Hoffentlich klappt das. Oha. Ja. Ja. Könnte das Ding vielleicht mal komplett wegpennen? Ohne sich zu heilen? Ist nicht mehr schläfrig. Okay, dann nicht. Probier's nochmal mit dem Superball. Ist vielleicht ein Fehler. Ganz vielleicht. Ich hätte vielleicht direkt den Hyperball nehmen sollen. Ah! Nein! Es ist wütend. Schmocki, los! No, ist das nicht süß? Ja, jetzt machen wir es richtig und ich setze einen Hyperball ein. Let's go. Ich habe viel geopfert für dieses Wallreiser. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank an meine Ultri, Nico Green und Ness97. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch Mike's Negoya, White Tiger, Lukas und Netopia. Vielen lieben Dank für eure Kanalmitgliedschaft bei mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.